Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu James Bond 007 Bloodstone Part 3. Ja, wir sind in den Katakomben hier angekommen und wir müssen immer noch Tedworth, Professor Dr. Tedworth, Handy finden. Und wir vermuten mal, dort wo sein Handy ist, ist auch Professor Dr. Tedworth. Klingt nach einem Plan. Und irgendwie wird er ziemlich gut beschützt hier unten von seinen Schergen. Die man hier auch schon in der Ferne irgendwie diskutieren hört. Und da sind sie. So, der kommt zielstrebig auf uns zu. Und zielstrebig werden wir ihn ausschalten. Die sind wirklich so dämlich. Ja, Fokusanzeige haben wir natürlich wieder voll gemacht. So, das ist natürlich jetzt echt dumm. Der kommt ja auf mich zu. Und jetzt geht er wieder weg. Überaus freundlich. Zack! Okay, der sieht uns gar nicht da drüben. Tür abgeschlossen, verdammt. Ey, der da drüben kriegt echt nichts mit, oder was? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber... Ja, deswegen rauchen am Arbeitsplatz, ne? Kriegst halt nicht mit. Ich meine, wir laufen so laut, dass der das nicht schnallt hier. So, rauchen ist tödlich. Queensberry irgendwas erhalten. Helfen Sie mir, bitte. Ey, dass wir diese... Das ist eine Metalltür, eine massive Metalltür. Ich glaube, jeder andere hätte sich irgendwie das Knie gebrochen. Wer war das? Bernin. Sein Name ist Bernin. Er wollte meine Forschung, meine Formeln für Biowaffen. Ich muss sie herausholen. Ich schaffe es nicht. Der einzige Ausweg heißt Klettern. Aber es ist nicht zu spät. Retten Sie Tedworth. Okay, Ziel aktualisiert. Finden Sie einen Weg an den Zellen vorbei. Und den kann ich jetzt hier nicht mitnehmen, oder was? Den muss ich jetzt hier echt vergammeln lassen. Na gut. Aber danke für die Information. Man sieht sich. Ey, wir können den doch wenigstens irgendwie entketten. Ey, wenn jetzt die Tür hier offen ist. Nee, wollte schon sagen. Tür abgeschlossen. Was muss ich denn machen? Okay, wir müssen irgendwas hier noch machen. Ah, hier hoch. Das ergibt Sinn. Ja, die Klettereinlagen wollten sie natürlich, das merkt man ja eindeutig, ne? So ein bisschen von Tomb Raider oder Prince of Persia so ein bisschen was abgucken. Ist natürlich nicht ganz so spektakulär, aber dennoch, ey, ich find's cool. Schöne kleine Einlagen. Wo muss ich denn lang? Teddy, darüber müssen wir. Hab's geschnackelt. Jetzt. Und zack. Jawohl. Ja, es tut mir leid. Also da wäre wirklich niemals rübergekommen. Das ist wirklich aussichtslos. So müssen wir ihn zurücklassen. In sein Schicksal überlassen. Und er wird wahrscheinlich gequält und getötet werden. Okay, der wird da hinten irgendwie abgeführt. Dass die das nicht hören, oder? Wir sind so laut. Mit unserem Rumgetaps hier im Wasser. Das ist... Hier wird einer kommen. Ich meine, wozu sind diese Blöcke hier da? Vielleicht auch nicht. Ich kann natürlich auch mal wieder den Schalldämpfer nehmen, fällt mir gerade ein. Ich bin ja schon so auf Extremkonfrontation aus, aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Bravo, hört mich jemand? Over. Immer noch nichts von oben oder von den Patrouillen. Ja, Ach kommt Leute, ich wollte mal wieder ballern. War natürlich jetzt sinnlos.
Das war echt sinnlos. Da hätten wir wahrscheinlich wirklich ein bisschen... Ui. Ja gut. Oh, hat mir selbst ordentlich einen reingedrückt. Und nochmal einen reingedrückt. So muss das sein. Dieses Fläschchen steht aber sehr ungünstig da. So. Oh, ihm ist es auch viel zu hell, wie er da schießt. Ach, das ist doch... Was ist denn das hier? Aus der Deckung rausschießen. Doch nicht mal, wenn der ganze Körper vorstreckt. Das ist doch sinnlos. Er lebt immer noch. Kann ich das abschießen? Ja, schade. Ich dachte, er fällt runter. Ach, die Animationen sind wirklich butterweich. Gefällt mir richtig gut. Oh, das gefällt mir gar nicht gut. Meine Güte, Achtung. Hat es irgendwie erschlagen da hinten? Ja, ja, hieß ja auch, wir sollen Helm aufsetzen, ne? Alles begründet hier. Helmpflicht, jetzt wissen wir auch warum. Umstürzende Säulen, Explosion. Guten Tag. Ah, hier unten höre ich ihn noch. Hier unten höre ich ihn irgendwie noch rumdappeln. So. Wir nutzen mal den Weg hier hoch. Was denn das? Granatwerfer? Ey, gib her das Teil. Aber locker. Wie viele Schuss habe ich davon? Ein. Das ist ja jetzt nicht so üppig. Ja, was will er denn mit dem Smartphone? Ich meine, ich weiß doch jetzt, wo es lang geht. Oder? Weiß ich nicht, aber ich möchte jetzt ein bisschen töten. Yeah, zwei auf einmal. Alter, hier ist keine Deckung. Nein, die andere Seite. So, hier war doch noch einer, oder? Irgendwo ballert's doch. Unterlassen Sie das. Wo ist mein Granatwerfer? Habe ich den jetzt noch? Doch, einen Schuss habe ich noch, oder nicht? Nein. Hat er nicht mehr. Ausgeschossen. Okay, dann gehe ich wieder runter und hole mir die andere Waffe. Das ist ja blöd. Das ist ja überall blöd. So, jetzt gucken wir mal. Was wir, da hinten müssen wir hin. Da sagt das doch. Mensch, Handy, sag mir das doch. Da muss er aber früher aufstehen. Schon längst gesehen. So, also es ist schon so, nicht so ohne. Also es gab schon so ein, zwei Situationen, wo ich beinahe verreckt wäre. Da hoch, da war ich doch gerade. Ein bisschen Muni. Ach, das zeigt mir ja wirklich alles an. Auch die Fallen und sowas. Das ist ja schön. Das ist natürlich überaus schön. So, und jetzt? Dann war ich doch da oben, Richter. Wo soll es denn da lang gehen? Ah, hier. So, aber einer ist da hinten, glaube ich, noch. Ich glaube, einen haben wir übrig gelassen und der wird sich an uns rächen wollen. Dem gefällt das gar nicht, was wir hier machen. Säule. Alter. Meine Herren. Arbeitsschutz kennen die hier gar nicht. Also diese Säulen sind auch nicht mehr das, was immer waren. Die sprengen das Ding doch. Überspringen, da falle ich ja da runter. Das will ich ja nicht. Ah, da haben wir ihn doch. So, bist du denn? Na, guck, guck. Ja, na, guck mal an. Ah, oh, der Fuck-Granatenwerfer, Mann. Sehr schön, sehr schön. Na, wie viel hat er denn jetzt? Ja, wieder ein Schuss. Warum rennen die immer mit leeren Waffen rum? Ich verstehe es nicht.
Okay. Die Pollen sind los hier oben. Irgendwie hat sich gerade extrem die Feinstaubbelastung verdreifacht. Tanner, was wissen wir über einen Mann namens Bernin? Moment, ich sehe mal nach. Hier haben wir ihn, Bernin. Ein kleiner Fisch, ein Mittelsmann. Wenn er die Forschung von Tedworth hat, behält er sie sicher nicht lange. Ich meine, ey, bei Dark Souls wäre das jetzt einfach hier ein Bossraum. Warum ist das so ein riesiger Raum? Ja, kann natürlich auch sein, dass man auf dem Rückweg dann auf Gegner treffen. Da seilt einer eine dicke Wurst ab, ganz klar. Oder einer kriegt Elektroschocks. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es jetzt herausfinden. Für das USB-Laufwerk. Wie kann ich den Code knacken? Halt! Stopp! Ich sag's Ihnen. Danke. Tötet ihn! Dann raus! Na, ist der hinüber? Gehen wir! Ich komme zu spät zur Übergabe! Er ist hier! Los jetzt! Aha, und wie von Geisterhand steht ein neues James-Bond-Auto aus den 60ern, 70ern da. Sehr schön. Hindern Sie irgendwen an der Übergabe. Geil, geil! Haben Sie ihn auf dem Satelliten? Bestätigt 907. Verfolgen ihn. Geben Sie Bescheid, wenn Sie den sehen. Ah, diese Fahrphysik, es ist wirklich... Wow! Ich finde es gut gemacht. Ich finde es... Okay, Handbremse. Okay, die Handbremse hat mir irgendwie nicht so den Dienst erwiesen, den ich hätte haben wollen. Bernin! Wir sollen dich an der Übergabe hindern. Wir werden dich an der Übergabe hindern. Fuck you, Junge. Ah, Alter! Falsche Richtung. Alter, so ein Sack. So ein Sack hier. Sie, da fährt der nochmal extra rückwärts hier, dieser Halunke. Das war ja gar kein Böser. Das war doch ja irgendein Zivilist. Das war irgend so ein garstiger Opa mit Klopapierrolle und Hut hinten drinne. Der wollte mir die Vorfahrt nehmen. Eindeutig. Bestätigt 907. Verfolgen ihn. Geben Sie Bescheid, wenn Sie den Sichtkontakt verlieren. Da fährt der nochmal rückwärts. Auch der Taxifahrer. Eiskalt, ne? Schulterblick oder sowas. Gibt's nicht. Einfach aus der Parklücke rausgeparkt. So. Jetzt kommt der Ballermann. Okay, es war doch ein Böser. Der hat mich einfach nur aufgehalten. Oh, was mache ich denn aber auch, ey? Ich fahre nicht wirklich so kacke. Okay, jetzt konzentrieren. Abkürzen. Geht nicht. Da haben wir ihn wieder. Wir sind wieder dran. Alles gut. Zack. Wo ist denn der Weg, ey? Ich raff's nicht. Komm. Fah. Schade, schade. Leute, ich weiß. Es ist nicht so einfach, aber ich find's geil gemacht. Es hat abgespeichert. Schade, ich hätte es tatsächlich nochmal gerne gemacht. Okay, okay. Auf der Gegenspur ist Stau. Ey, ich habe wirklich die Handbremse voll durchgezogen, als es da stand. Wir hatten einfach zu viel Speed drauf. Bleiben Sie dran. Wir brauchen diese Dokumente. So, was sind denn das jetzt hier für welche? Ja, jetzt lass mich doch vorbei. Sind das böse? Kann ich irgendwie zurückgucken? Alter, ich habe die Sicht geändert. Die Sicht ist nicht gut. Alter, lass mich in Frieden. Ich weiß nicht, wie ich mich umgucken kann. Unsere Karre ist aber auch langsam hier. Ich meine, Oldtimer hin oder her, aber ein Trabi hätte es da auch getan. Hui! Kann denn auch dein Manta schwimmen? Okay. Also der hier kann nicht schwimmen.
Jetzt Konzentration. Was ist eigentlich, wenn ich da links lang gefahren wäre? Alter, man schafft's echt nicht. Er will offenbar zu den Docks 007. Bleiben Sie dran, wir brauchen diese Dokumente. Ihr sollt sie kriegen. Ah, der quetscht mich aber auch ein. Ich glaube, der will mich tot sehen. Ah, so. Wie in jedem anderen Spiel auch. Das ist ein Sack hier, der dreckt mich ab. Okay, jetzt konzentrieren. Einfach dranbleiben. Wir müssen ja gar nicht rammen. Einfach nur dranbleiben. Alter! Rechts vor links. Also ganz ehrlich, der Gegner hat einfach recht. Wenn ich jetzt Zeuge aussagen müsste, Bernin hatte einfach recht gehabt. Kann ich mal zurückschießen irgendwie? Jetzt überholen wir den nochmal. Ach komm. Was hat er denn? Tja, der eine ist falsch abgebogen. So kann das gehen. Wenn man immer aufs Navi hört. Da ist er wieder dran. Ey, der kennt sich aber auch hier aus. Der wohnt doch hier in der Nähe. Ey, der stellt gleich einen Rundenrekord auf, ich sag's euch. Waren wir hier nicht gerade? Alter, hör auf ihn zu schießen. Uah! Gabelstapler. Kontrollpunkt erreicht. So, das war das Ding an den Docks. Tja. Schleuse 1 geht auf, Schleuse 2 geht zu. Ja, wie viel habt ihr denn noch? Wie viel habt ihr denn noch? Sie bremsen mich aus, sie bremsen mich aus. Ich muss jetzt irgendwie überholen. Okay. Alles klar, da wäre eine Lücke gewesen, falsche Richtung. Oh, komm, ey, da war eine kleine Lücke. Okay, aber das ist geil, das ist schon richtig geil. Aber man muss es halt irgendwie wissen, oder? Hatte ich da jetzt irgendwie eine Chance? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Jawohl, jetzt. So. Oh, ihr Säcke. Ich meine, was will ich erwarten? Ihr wiegt ein paar Tonnen mehr als meine kleine Karosserie. So, die Lücke, die Lücke, die Lücke. Da ist die Lücke. Meine Güte, wie viele Busfahrer sind denn hier bitte besoffen und fahren wieder irgendwo davor? Alter, Platz festhalten. Den nehmen wir mit. Ist es so gewollt? Gerollt? Ist es so gerollt? Nächster Tipp. Drücken Sie Viereck, um Gegner über niedrige Deckung zu zerren. Okay. Halten Sie Ausschau noch. Ey, das wissen wir doch alles. Ey, das kann doch nicht gewollt sein. Ich meine, das hätte ich auch so hingekriegt. Irgendwie einen Unfall zu bauen. Stoppen Sie die Übergabe. Also die scheint hier irgendwie in der Nähe zu sein. Versichern Sie sich, dass er tot ist. Ich mache die Übergabe. Bond? Okay, es geht hier einfach feuchtfröhlich weiter. Okay, das war nix. Wir stoppen die Übergabe. Ich weiß zwar noch nicht wie. Wir stoppen sie. Wir stoppen sie alle. Komm her. Jawoll. Ah, die Hand weggeballert. Ah, du Sackratte. Da wollte ich beide. Ich dachte, es ist so ein coolen James Bond irgendwas. Double Kill, aber nee. Shit. Hätte gedacht. Okay. Bond, hören Sie mich? 007, bitte kommen. Maul halten, wir sind hier gerade im Gefecht. So, antike Töpfe, Vasen, alles weg damit.
Es geht hier um die Staatssicherheit. Die Stasi sozusagen. Ihr Deppen schon wieder. Ihr habt mich einmal getötet. Und ihr werdet mich vielleicht ein zweites Mal töten. Puh. Wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Ey, es ist so gut gemacht. Es ist wirklich... Es ist sowas von so fließenden Übergängen. Es gefällt mir richtig gut. Ausschalten. Wir brauchen mehr Zeit. Und okay, nochmal nachladen. Das war dein Fehler. Die gehen auch immer gleich aus der Deckung, ne? Das ist natürlich echt ihr Fehler. Da haben sie irgendwie nicht so viel dazugelernt. Und Deckung. Jetzt stirb doch halt endlich. Ah, die Waffe, die ist gar nicht so übel hier. Das ist wirklich erstaunlich. Bei James Bond schon im ersten Teil war es ja eigentlich so, dass die... Ja, da wollte er uns umgehen. Ja, da musst du aber früher aufstehen. So wird das natürlich nichts. So. Ach, schade. Oh. Wo denn nur? Ach, da unten. Was willst du denn hier? Also, das ist ja wirklich nur ein Statist gewesen. Geboren, um umzufallen. Ja, das war ein Blick zu viel. The Blick of Death. Den krallen wir uns jetzt. Den will ich mir jetzt krallen. Ich wollte eigentlich schon den Part beenden, aber irgendwie habe ich gerade Bock, den noch zu krallen. Was ist denn jetzt hier? Jawohl, Trophy-Tram. Was nicht geht, wird gehend gemacht, indem man einfach drauf latscht. Jahrelanges Training. Alles egal. Eintritt später ist jeder Weg frei. Okay, Kontrollpunkt. Leute, Kontrollpunkt finde ich eigentlich ganz gut. Damit pausieren wir ganz kurz, beziehungsweise ich beende den Part und mache das nächste Mal hier weiter. Meine Güte, bis zum nächsten Mal.